Berlin ist die Heimat von Patrick Hausting. Hier wurde der 23 Jahre alte Wasserspringer im Jahr des Mauerfalls geboren. Das pulsierende Leben in Deutschlands Hauptstadt ist so ganz nach Haustings Geschmack. Angenehm, so schön zentral zu wohnen, weil man nicht so weite Trainingswege hat. Man ist immer so ein bisschen im Geschehen drin. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne außerhalb wohnt. Am Olympiastützpunkt in Berlin bieten sich Hausting perfekte Trainingsbedingungen. Es ist sein Fluggefühl und seine Flexibilität, die ihn zu einem außergewöhnlichen Athleten machen. Turmspringer sind normal eher klein und schlank, Brettspringer groß und muskulös. Hausting ignoriert das natürliche Ausschlussverfahren. Wir haben nicht so ein großes Repertoire an Springern, müssen demzufolge mit den Springern versuchen, natürlich alles abzudecken. Und Patrick bietet sich an, da er ein sehr guter Brettspringer ist und auch ein guter Turmspringer ist, dass er beides springt. So schaffte er 2010 bei der Europameisterschaft Historisches. Zweimal Gold und dreimal Silber in Einzel- und Synchronwettbewerben. Das ist noch keinem Springer vor ihm bei einer EM oder WM gelungen. Auch bei Olympia war er schon. 2008 in Peking. Silber gab's vom 10-Meter-Turm mit Synchronpartner Sascha Klein. Eine schöne Erinnerung, aber die Zukunft heißt London 2012. Mein Wunsch wäre natürlich, dass ich mir noch eine Medaille irgendwo holen kann. Das ist auch das große Ziel, darauf arbeiten wir hin. Mit viel Spaß an seiner Sportart sollte ihm das auch gelingen.